Heute wollen wir mal wieder zu diesem Kernthema von ATTAC intensiv zu sprechen kommen, das Thema des Finanzkapitalismus und auch welche Alternativen es dazu gäbe in einem Geldsystem, wo man sagen kann, da haben wir ein öffentlich-rechtliches Bankensystem und wo man sagen kann, das Geld gehört uns allen. Das ist nämlich der Slogan von unserem Studiogast Alfred Eibel vom Arbeitskreis Finanzen, ein bundesweiter Arbeitskreis. Herzlich willkommen bei LoRa. Hallo. Du bist sozusagen unser Finanzuniversal-Joker und hast auch jetzt gerade einen Basistext für ATTAC verfasst. Warst Siemensianer und Gewerkschafter, aktiver Gewerkschafter. Und wir wollen mit dir vor allen Dingen dann einen Blick auf das aktuelle EU-Konjunkturprogramm werfen, was wir daran bejahenswert finden können und was unbedingt unseren kämpferischen Widerspruch braucht oder auch unsere Einsetzung dafür, dass es gut umgesetzt wird im Sinne einer ökologischen Wende und einer Mäßigung auch allgemein, einer maßvolleren Wirtschaft. Und wir blicken dann auf eine Idee, wie das Finanzsystem nicht nur reformiert werden kann, sondern auch grundsätzlich vielleicht ein postkapitalistisches Finanzsystem jenseits heutigen Privatkapitals werden könnte. Es gibt eine Initiativgruppe Postkapitalistische Ökonomie und ins Leben gerufen hat sie unter anderem Harald Bender, der auch schon mal ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Dienendes Geld im Ökom Verlag. Und seine Idee zu einer Vergesellschaftung des Kredits, die werden wir telefonisch intensiv erörtern. Und am Ende der Sendung gibt es dann noch diverse Meldungen. Und wir erinnern unter anderem an den verstorbenen Gewerkschafter Klaus Liebig. Vielleicht auch während der Sendung immer wieder mal an den Todestag von Friedrich Engels, der heute vor 125 Jahren gestorben ist. Und vielleicht kommen wir auch noch dazu, daran zu erinnern, dass vor 2 Jahren etwa Greta Thunberg sich zum ersten Mal mit ihrem Plakat auf den Platz gesetzt hat und das Foto davon eine weltweite Bewegung in Gang gesetzt hat. Aber das war nicht heute, sondern am 20. August. Aber vielleicht denken wir daran auch schon am Ende der Sendung mal mit einem sehr schönen Text, den ein ATTAC-Mensch geschrieben hat für Greta Thunberg. Jetzt schauen wir als erstes aber auf das EU-Konjunkturprogramm und kommen dann zu diesem großen Gedankenbogen zu einem Konzept für eine andere Finanzordnung. Alfred Eibel, du bist als Gewerkschafter natürlich vor allen Dingen auch jemand, der eher dieses Konjunkturpaket bejaht, als jetzt jemand, der zum Beispiel sehr ökologisch eine Postwachstumsökonomie im Blick hat und sagt, naja, also Konjunkturprogramme brauchen wir nun wirklich nicht. Wir müssen ja wirklich weniger von allem produzieren und das wäre doch jetzt die Chance. Aber darauf kommen wir auch zu sprechen noch. Also bejahenswert ist für dich das Konjunkturprogramm im Prinzip schon. Ja, im Prinzip, genau. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was man daraus macht. Also gerade auf Letzteres, was macht man daraus? Also erst einmal waren ja die Verhandlungen über das Programm geprägt von wirklich großen Zahlen. Es waren ja, insgesamt wurde über 1,8 Billionen Euro gesprochen, eine ordentliche Summe, das sind 1.800 Milliarden Euro. Aber wenn man das runterbricht, dann werden die Zahlen wieder sehr schnell klein. Zum einen ist darin ja versteckt der ganz normale EU-Haushalt, der siebenjährige, das sind schon mal 1,1 Milliarden. Und dann reden wir im Kern über dieses Corona-Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro. Und das auch wieder aufgeteilt in 360 Milliarden, die Kredite sind und die berühmten 390 Milliarden, die echte Zuschüsse sind, die also nicht die Staaten selber finanzieren, sondern die eben über die EU verteilt werden und von der EU aus erstmal eigenständig finanziert werden durch Kreditaufnahme im Kapitalmarkt. So, und da ist jetzt die Frage, was macht man mit diesen 390 Milliarden? Wie werden die umgesetzt? Was wird damit gemacht? Das ist die zentrale Frage. Und die Verwendung, da gibt es durchaus Spielräume, das gehen wir vielleicht mal durch. Wie wird jetzt das verwendet? Welchen Weg geht dann so ein Antrag? Ja, das ist wie immer auf europäischer Ebene nicht ganz einfach. Die nationalen Regierungen stellen also Anträge bei der EU-Kommission. Die EU-Kommission prüft erstmal, also in erster Instanz, ob der Verwendungszweck den entsprechenden Forderungen entspricht.
Und dann schaut auch nochmal der Rat drüber, wobei die einzelnen Länder kein Vetorecht haben, sondern eine qualifizierte Mehrheit ausreicht. Also von daher ist da ein bisschen mehr Flexibilität hin. Aber die einzelnen Länder können das dann, einzelne Länder haben zwar kein Vetorecht, aber können die Verwendung wieder verzögern. Also ein sehr komplizierter Prozess. Und die Frage ist dabei, wie die Programme ausgerichtet werden. Also für was werden sie verwendet? Wir kennen ja bei der EU, dass sie sehr stark neoliberal ausgerichtet ist. Geht es also wieder in Richtung Verstärkung der Konkurrenzfähigkeit der Länder im Sinne von, wir müssen Löhne drücken, wir müssen die gemeinwirtschaftlichen Bereiche reduzieren? Oder geht es wirklich darum zu sagen, was notwendig ist, ist Aufbau, Gesundheitssystem, wir müssen die öffentliche Versorgung verbessern und darüber eine neue Dynamik entwickeln. Das wird genau die Landwirtschaft auch ökologisieren, die und regionalisieren zum Beispiel. Genau. Oder der andere Punkt, der eben sehr deutlich wurde jetzt in der Krise, dass eben auch die medizinische Versorgung, sei es mit Medizintechnik, sei es eben auch mit Medikamenten, abhängig ist in Europa davon, dass Rohstoffe eben aus dem asiatischen Bereich geliefert werden, Vorprodukte geliefert werden und dass man hier wieder zu einer stärkeren Regionalisierung kommt. Das ist der zentrale Punkt und diese ganze Umsetzung wird in dem sogenannten europäischen Semester laufen. Ein sehr zwiespältiges Instrument der Kontrolle der nationalen Regierungen, wo in der Vergangenheit eben die EU-Kommission und der Rat versucht hat, eben genau diese Ausrichtung der Investitionen, der wirtschaftlichen Entwicklung der Länder in Richtung Neoliberalismus zu drängen und zu entwickeln. Was uns besonders interessiert und auch besonders Sorgen macht, ist ja dieser hohe Grad der Verschuldung, der jetzt wieder in Gang gebracht wird, der möglicherweise dazu führt, wie wir es in Griechenland erlebt haben, zu Drangsalierung, Zwangsstrukturanpassungsmaßnahmen und Einmischung. Und tatsächlich auch wieder eine Politik, also die den Armen das Geld noch mehr aus der Tasche zieht und die Vermögenden eben schont und eben nicht einen Weg geht der Umverteilung zum Beispiel. Ja, das ist genau der Punkt. Es hat sich ja gezeigt, dass die Politik, die Wirtschaftspolitik, die nach der großen Finanzkrise gefahren wurde, kontraproduktiv war, eben genau sparen im Gesundheitsbereich, in den öffentlichen Bereichen, dass das eben nicht dazu geführt hat, dass sich die Wirtschaft entwickeln konnte, sondern kontraproduktiv war, dass es eben die Wirtschaft noch weiter nach unten gefahren hat. Von daher erwarte ich, dass das eigentlich nicht so passiert. Und die Frage, also du bist positiv, du bist der Meinung, die haben da gelernt und machen diesen Fehler, also die sind da einsichtig? Jedenfalls kurzfristig. Also die Frage ist, kurzfristig, was ja jetzt passiert, ist wirklich, dass man nochmal in die Verschuldung geht, also Kredite aufnimmt in einem erheblichen Umfang, wobei ja oft gefragt wird, oh, ist das nicht gefährlich für die Geldstabilität und so weiter. Und bei über die Volumen, die wir jetzt auf europäischer Ebene reden, die sind bei weitem nicht so gefährlich, dass sie das europäische Finanzsystem in Frage stellen würden. Und es zeigt sich ja auch, dass die Zinssätze, zu denen die Europäische Union diese Kredite aufnehmen kann, nur ganz gering über den Zinssätzen liegen, die Deutschland für seine Kredite zahlt. Also von daher, da ist es nicht der Punkt, aber die Frage ist, wie schaut es längerfristig aus? Kurzfristig ist offensichtlich und klar für jeden, wir müssen jetzt was tun, um aus diesem Tief rauszukommen. Die Frage ist nur, wie schnell dreht man den Hebel und legt man den Hebel wieder um? Heißt es dann, jetzt haben wir uns verschuldet, um die Wirtschaft zu entwickeln, aber jetzt müssen wir wieder den Gürtel enger schnallen. Oder sagt man, nee, da haben wir Zeit. Und die Frage ist dann, die Alternative zum Gürtel enger schnallen heißt ja auch, gibt es noch nicht Ressourcen, die man anzapfen könnte? Und da sind wir als Attac, haben wir da schon sehr lange, schon auch nach der großen Finanzkrise 2008, 2009, Programme entwickelt. Ich denke nur an die Finanztransaktionssteuer, die da zur Sprache kommen.
Aber natürlich auch das Schließen der Steueroasen, die Vermögensabgabe, Steuerparadiese, die ganzen Steuertricks, die ganzen Spekulationsgeschäfte unsittlicher Art stoppen. Also das ist ein ganzes Reformpaket. Und auch die Besteuerung der Konzerne unter dem Dach der, also ein internationalisiertes System, dass die also nicht Länder gegeneinander ausspielen können. Alles das liegt als Reformvorschlag ja, also nicht nur durch Attac vor, sondern vielen anderen, auch bei Gewerkschaften. Aber was ich nochmal vertiefen möchte, das fand ich interessant im Vorgespräch. Ich hatte insgesamt eher einen düsteren Blick auf die drohende Weltwirtschaftskrise mit all diesen wegbrechenden Möglichkeiten, sein Einkommen irgendwie zu bestreiten. Du hast aber dann einen eher positiven Blick gehabt, weil du sagst, Mensch, in dieser Krise zeigt sich doch eigentlich, wie stark unser Produktionssystem ist und wie stark es auch reduziert werden könnte und wir immer noch einen dollen Wohlstand hätten. Ja, das, denke ich, ist eine klare Erkenntnis, jedenfalls was die entwickelten Länder betrifft und in speziell nochmal in Deutschland noch dazu, dass wir es uns jetzt mit Anführungszeichen leisten können, große Teile unseres Produktions- und Dienstleistungssystems lahmzulegen, Corona-bedingt, und es trotzdem zu keinen Versorgungsengpässen kommt. Natürlich, die Gesichtsmasken, das war am Anfang ein Problem, aber in der Zwischenzeit sind die Fertigungskapazitäten aufgebaut, das geht relativ schnell und es gibt an der Stelle keine Engpässe mehr, genauso wie in den vielen anderen Bereichen. Also das Problem ist nicht die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft, sondern die Frage, wie verteile ich um? Ja, das heißt, wir haben, das so sind die aktuellen Zahlen, 75-80% der Menschen in Deutschland, die ganz normal wie bisher ohne große Einschränkung weiterhin ihren Aufgaben nachgehen können, während eben ein erklecklicher Teil um die 20% wirklich größere Einkommensverluste haben. Und dann ist die Frage, wie wird umverteilt? Ja, machen wir es wie in den USA, wo man sagt, das ist das individuelle Problem eines jeden, und dann die Reaktion ist, dass die Waffenkäufe steigen, weil alle Angst haben, dass die Diebstähle zunehmen, oder wie bei uns, indem man eben sagt, wir haben ein Sozialversicherungssystem, klassisches Beispiel jetzt Kurzarbeitergeld, wo eben die, die in Arbeit sind, über ihre Beiträge die anderen, die in Kurzarbeit sind, eben finanziell unterstützen und das auffangen. Und der dritte Punkt ist der, es ist eigentlich unsinnig und dumm, volkswirtschaftliche Ressourcen brach liegen zu lassen. Es ist genau die Aufgabe des Staates, in der Situation genau wieder Anreize zu geben, Initiativen zu zeigen, um die Wirtschaft wieder zu entwickeln, wobei man das natürlich nicht in den bisherigen Bahnen machen sollte, sondern genau diese Gelegenheit jetzt nutzen sollte, um unser Produktionssystem im Sinne des sozial-ökologischen Umbaus, der ja absolut notwendig ist, umzusteuern. Dazu gehört ja auch, dass wir im Prinzip eigentlich schrumpfen müssen. Also weniger T-Shirts, weniger Fleisch, weniger Individualverkehr, weniger Luftverschmutzung, weniger Ressourcen, Missbrauch und Verbrauch. Und da müssen wir jetzt natürlich auch weltweit denken, dass dann eben, wenn wir weniger Kleidung zum Beispiel kaufen, was wünschenswert wäre, und jetzt in der Krise wird ja auch weniger gekauft, ist die Textilnäherin aus Bangladesch von Hunger bedroht, weil die hat kein Kurzarbeitergeld. Also dieses ganze Lieferkettensystem, auf dem unser Wohlstand beruht und auch unsere billigen Preise beruhen, müsste dann schon auch mit überdacht werden. Richtig. Deswegen ja unser Wahlspruch von Attac: Wir sind nicht gegen Globalisierung, sondern eine andere Globalisierung ist nicht nur möglich, sondern sie ist notwendig. Und das ist genau der Punkt, wo sich dann zeigt, Entwicklungen hier, dass die eben ausstrahlen auf andere Länder und dass es das mitzudenken gilt, wenn wir sagen, wir wollen unsere Wirtschaft umsteuern, dass wir eben nicht nur auf die Braunkohlekumpels schauen, sondern eben auch auf einer globalen Ebene, was passiert denn, wenn wir unsere Produktion umstellen, was passiert dann in den Ländern, mit denen wir bisher intensive wirtschaftliche Kontakte haben. Und da brauchen wir ja eigentlich auch internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen oder die Menschenrechte oder vielleicht auch die reformierte Welthandelsorganisation, WTO, vielleicht auch einen reformierten IWF, den Internationalen Währungsfonds. Also wir müssen schon mit diesen internationalen Institutionen uns gemeinsam ja auf diesen Weg begeben. Anders ist das ja praktisch nicht denkbar. Es ist auch nicht nur innerhalb Europas denkbar,
Und nee, schon gar nicht in dem Handelskrieg zwischen USA und China. Also auf diesem Weg ist es ja, geht es ja auch rückwärts. Genau, das wäre genau kontraproduktiv, wie in jedes Land sagt, mein Land first, also America first, China first oder Germany first, das bringt keinem was. Sondern um was es geht, ist wirklich eine reformierte multilaterale Organisation, eine UN-Organisation, die dann auch wirklich Durchsetzungsrechte hat. Und dann sind wir aber sehr schnell wieder bei den Mühen der Ebene, wenn wir nur allein dran denken, das Lieferkettengesetz, wie schwierig es ist und wie mühsam es ist, so eine simple, notwendige Tatsache dann wirklich umgesetzt zu bekommen. Das zeigt, dass neben den großen Vorstellungen, die man natürlich haben muss, Reformvorstellungen, wo geht's hin, wo sind die richtigen Schritte, dann eben wirklich auch sagt, wie komme ich vom A nach B und dann, wie schauen die nächsten Schritte aus? Die Menschenrechte sind da ein Ansatzpunkt. Das Lieferkettengesetz setzt ja dann praktisch Menschenrechte an allen Punkten der Lieferkette, also vom Baumwollfeld bis zum Laden bei uns um und über die Näherei. Das wäre eigentlich ein Ansatz, der halt leider nicht so viel diskutiert wird vor lauter Corona-Themen in den Talkshows. Aber wir diskutieren darüber. Und nach einem Jingle diskutieren wir auch erweitert um ein alternativ gedachtes Finanzsystem mit Harald Bender, der dann am Telefon hoffentlich ist. Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Ja, und weil ja heute der Todestag von Friedrich Engels ist, habe ich hier auch ein paar Zitate. Und da lese ich jetzt mal eins vor, was zu unserem Gespräch gut passt. Natürlich ist es im Interesse des Handelnden, mit dem einen, von welchem er wohlfeil kauft, wie mit dem anderen, an welchen er teuer verkauft, sich in gutem Vernehmen zu halten. Es ist also sehr unklug von einer Nation gehandelt, wenn sie bei ihren Versorgern und Kunden eine feindselige Stimmung nährt. Je freundschaftlicher, desto vorteilhafter. Dies ist die Humanität des Handels und diese heuchlerische Art, die Sittlichkeit zu unsittlichen Zwecken zu missbrauchen, ist der Stolz des Systems der Handelsfreiheit. Soweit Friedrich Engels und ein anderes Zitat von ihm, was jetzt auch eine schöne Überleitung ist. Aller Mehrwert, wie er sich auch verteile, als Gewinn des Kapitalisten, Grundrente oder Steuer, ist unbezahlte Arbeit, also unbezahlte Arbeit von uns Arbeitenden. Und da lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob wir nicht dieses kapitalistische System, das also auf den Profit der investierten Kapitalsumme ausgerichtet ist, um welchen Preis auch immer, überwinden könnte. Und Harald Bender ist am Telefon, glaube ich, oder? Hallo? Hallo? Ja, Harald, herzlich willkommen bei Lora. Vielen Dank. Ich habe schon eingangs gesagt, du bist erstens Autor eines Buches, das heißt Das dienende Geld. Und das wird geschrieben in einem, ja, in einem Institut, das heißt Institut, nee, Akademie für solidarische Ökonomie, ASÖ. Und du hast jetzt mitinitiiert eine Gruppe, die heißt Initiativgruppe Postkapitalistische Ökonomie. Und da beschreibt ihr auch sehr dramatisch diese zerstörerische Sackgasse des Kapitalismus und seinen Raubbau und entwickelt dann Konturen einer postkapitalistischen Ökonomie. Und da lese ich jetzt mal drei Ansatzpunkte vor, die ihr da vor allen Dingen im Blick habt. Erstens alles also unter dem Leitprinzip einer lebensdienlichen Ökonomie, eben nicht mehr einer kapitalprofitgetriebenen. Und da sind jetzt drei Unterpunkte. Der grundlegende Umbau der Finanzordnung, Geld nicht mehr als Bereicherungsmittel, sondern reines Tauschmittel, Umstellung von Schuldgeld auf souverän geschöpftes öffentliches Kapital, Abschaffung des privaten Kapitalzins und der leistungslosen Spekulations- und Aktiengewinne,
Bankensystem als reine Dienstleistung in öffentlicher Hand, in dem keine Gewinne erzielt werden. Diesen Punkt werden wir gleich ausführlich vertiefen. Ich will aber doch die beiden anderen trotzdem noch vorlesen, weil sie miteinander im Zusammenhang stehen. In der Richtigstellung der Eigentumsordnung, in der selbst erarbeitetes und selbst genutztes Eigentum geschützt wird, in der aber Eigentum nicht zur leistungslosen Abschöpfung fremder Leistung genutzt werden kann, zum Beispiel durch Wuchermieten und Ähnliches. In einer gemeinwohlorientierten Eigentumsordnung müsste Grund und Boden und die Dienste der öffentlichen Hand in Gemeineigentum übergehen bzw. bleiben. Drittens, in der Entwicklung einer partizipatorischen Unternehmensverfassung. Begrenzung der privaten Abschöpfung durch konsequente Mitbestimmung und Gewinnbeteiligung aller und natürlich die Förderung genossenschaftlicher Unternehmen. Also, das ist doch ein ziemlich revolutionäres Programm und das wollen wir jetzt mal durchgehen, diese neue Finanzordnung. Und ich glaube, Ausgangspunkt war auch für euch, dass ihr diese irrsinnige Abhängigkeit von Wachstum überwinden wollt. Ja, in der Tat. Und gerade die Corona-Krise mit ihren unglaublichen Paradoxien war für uns der Anlass, uns zu dieser Initiative Postkapitalistische Ökonomie heute neu zusammenzufinden. Und der Ausgangspunkt war nicht die Überlegung, wie kann es eigentlich sein, dass wenn wir heute diese sinnlose Raserei in kurzem Moment abbremsen, wir fliegen weniger, wir reisen weniger, wir produzieren weniger, wir essen vielleicht auch weniger Fleisch, dieser ganze Überkonsum geht ein Stück weit zurück. Das bedeutet auf einmal, wir sind in der Krise, auf einmal fehlen Finanzmittel. Wir müssen auf einmal etwas Fehlendes, weil wir zu wenig konsumiert haben, in das System wieder reingeben. Und wie machen wir das? Wir verschulden uns neu. 150 Milliarden dort, 350 Milliarden da. Und das muss dann über Jahrzehnte, fast schon über Generationen, verzinst wieder zurückgezahlt werden. Und da haben wir die schöne Frage formuliert, warum müssen unsere Enkel mehr arbeiten? Weil wir heute zu wenig konsumieren. Und ich glaube, an dieser Fragestellung kann man ganz klar diesen Widersinn unserer heutigen Wirtschaftsstruktur festmachen, die immer mehr produzieren muss, damit es gleichzeitig immer mehr Schulden gibt, die wieder mehr Zwang zu Wachstum und zu Produktion nach sich ziehen. Und das vor dem Hintergrund eines Planeten, der an den Grenzen seiner ökologischen Belastbarkeit ist. Das vor dem Hintergrund einer global immer tiefer werdenden sozialen Spaltung. Deshalb wollen wir ein alternatives Wirtschaftsmodell entwickeln, was diese drei Grundelemente, die zitiert worden sind, eine neue Finanzordnung, eine neue Eigentumsordnung und eine neue Unternehmensverfassung in ein anderes Systemmodell zusammenbringt. Denn nur eines von den dreien würde nicht funktionieren. Und wir brauchen wirklich ein grundlegendes Neudenken. Wir müssen das sozusagen in unsere eigene gestalterische Hand nehmen, eine neue wirtschaftliche Ordnung zu konzipieren und zu implementieren. Bevor auch vielleicht Alfred dann noch etwas dazu sagen will, er hat vorhin auch ein bisschen kritisch den Kopf geschüttelt, weil er ja vorhin sich eher positiv geäußert hat zu dem Konjunkturprogramm, zu der Verschuldung. Aber ich glaube, im Prinzip seid ihr nicht weit auseinander. Aber ich will noch mal auf das Prinzip kommen, dass ihr von der Vergesellschaftung des Bankenwesens sprecht und insbesondere von der Vergesellschaftung des Kredits, aber damit nicht Verstaatlichung meint. Nein, wir meinen damit, dass es gesellschaftliche, quasi öffentlich-rechtliche Institutionen gibt, die über die Zuteilung von Kapital entscheiden. Was für ein Unternehmen wird denn mit Kapital ausgestattet? Heute ist die Frage, welches Unternehmen macht viel monetären Profit? In diesem System wäre die Frage, was für ein Unternehmen kann auch soziale und ökologische Leistungen erbringen, nutzt also etwas für das Allgemeinwohl. Und das hat Zugriff privilegiert auf öffentliches Kapital, das von in einer Stadt, in der Kommune, in einem Landkreis organisierten Körperschaften verwaltet und zugewiesen wird wie ein Kredit, als Vorschuss für eine positive, gemeinwohltaugliche wirtschaftliche Unternehmung gegeben wird. Also nochmal zur Wiederholung. Also heute ist es so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz revolutionäres Wasserstofffahrzeug erfunden habe und dafür jetzt Anschubfinanzierung brauche, dann wende ich mich heute an einen privaten Kapitalgeber,
im weitesten Sinne. Und dem muss ich dann aber natürlich das Geld mit dem entsprechenden Profit zurückbezahlen im Laufe der Zeit. In deinem Gedanken wendet man sich an so eine Art Sparkasse. Im Prinzip ist ja die Sparkasse eine öffentlich-rechtliche Konstruktion. Und in der Sparkasse sitzt ein Gremium, zu denen dann auch sozusagen gesellschaftliche Vertreter gehören, ein Bürgerrat oder so, also eine erweiterte öffentliche Einrichtung. Und entscheiden, ob wir wirklich dieses Wasserstoffauto bejahenswert finden. Und dann bekommt dieses Projekt Geld und muss dann nicht diesen Mehrwert produzieren für den Profit. Genau. Es muss dieses öffentliche Kapital nicht verzinsen. Es wird zur Verfügung gestellt als souverän geschöpftes Finanzmittel des Staates. Das heißt, die staatliche Zentralbank stellt solche souverän geschöpften Finanzmittel zur Verfügung und die werden über Institutionen öffentlichen Kapitals, über öffentliche Banken, könnte man einfach sagen, zugeteilt, wo wir eine positive Nachhaltigkeitsbilanz eines Unternehmens haben oder erwarten können. Es wird natürlich jedes Jahr, genau wie finanzielle Bilanzen von Bilanzprüfern überprüft werden, überprüft. Und wenn dieses Unternehmen tatsächlich ökologisch wirtschaftet, wenn es tatsächlich auch Menschen in Arbeit bringt, wenn es damit auch für Sozialsystem etwas leistet, dann muss es noch nicht mal zurückbezahlt werden. Dann kann damit gewirtschaftet werden, wie mit einer Ausstattung des Betriebs. Investare heißt ja eigentlich ursprünglich bekleiden und nicht Geld herausziehen. Und weil aus diesen Unternehmen dann kein Profit abfließen muss, keine Rendite abfließen muss, können die sich viel besser entwickeln als jene Unternehmen, die Renditen zahlen müssen an Investoren. Das heißt, die öffentlich finanzierten Unternehmen haben dann einen Vorsprung, einen Vorteil gegenüber den privat finanzierten, renditegetriebenen. Und dann hat eine andere Wirtschaftsweise ihre Grundlage. Das heißt, du denkst das jetzt erstmal in den Anfängen als ein parallel laufendes System, aber nochmal zurück, weil das ist ja in dem Denken der meisten Menschen jetzt neu. Wenn du sagst, das muss man nicht zurückzahlen, dann denkt man erstmal, ja wie, also das kann doch irgendwie nicht sein. Also dein Gedanke ist aber, das geht sozusagen in die konkrete Wertschöpfung über. Also das musst du vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher erklären. Ja. Es wird ein Unternehmen mit Finanzmitteln ausgestattet. Jetzt arbeiten dort 10, 20 Jahre lang die Leute, stellen wertvolle, ökologisch sinnvolle Produkte her. Menschen sind in Lohn und Brot sozusagen, können sich soziale Einrichtungen in dem Betrieb leisten, ob das ein Betriebskindergarten ist, ob das eine Betriebskrankenversicherung ist. Und jedes Jahr wird also damit volkswirtschaftlich ein Wert geschöpft. Und in dem Maße, wie ein volkswirtschaftlicher Wert geschöpft wird, wird von dieser Ausstattungs-, von dieser Investitionssumme etwas abgezogen, bis sie damit ausgeglichen ist, abgeschrieben ist, könnte man es technisch formulieren. Und dann muss der Kredit nicht zurückbezahlt werden, sondern es wurde dafür eine Leistung erbracht. Er wurde quasi abgearbeitet, ohne dass er in monetären Summen abfließen muss. Und das wäre ein ganz anderes System. Ein ganz anderes System und käme völlig ohne private Kapitalisten aus mit ihrem Profitinteresse. Ja, es müsste nicht mehr aus Profitinteresse investiert werden, sondern es würde aus öffentlichem Interesse investiert werden. Entsprechend würden die Unternehmen völlig anders aussehen. Jetzt sagen natürlich alle oder viele sagen jetzt sofort, ach Gott, das ist ja wie in der Planwirtschaft und das kann doch gar nicht gut gehen. Da müssen wir jetzt nochmal an dieser Stelle ein anspruchsvolleres Bild zeichnen von Öffentlichkeit oder Gesellschaftlichkeit. Also dass das dann natürlich demokratisch anspruchsvoll vonstatten gehen muss. Und der Unterschied zu einer Planwirtschaft ist ja, dass es weiter für ihr eigenes wirtschaftliches Wohl verantwortliche Unternehmen gibt. Nur der ein Unternehmen führt, der muss dann dafür sorgen, dass dieses Unternehmen eine positive soziale und ökologische Bilanz hat, neben der positiven wirtschaftlichen Bilanz, die er immer noch braucht. Das sind dann drei Faktoren. Und dann kann dieses Unternehmen bestehen, kann sogar wachsen, kann Erfolg haben an diesem ökologisch-sozialen Markt, ist aber nicht staatlich gelenkt. Das ist ein Riesenunterschied. Und das hat ja eine Eine Marktwirtschaft, die ohne Kapitalismus auskommt. Markt ohne Kapitalismus wäre das. Ein Solidarmarkt sozusagen. Das ist ja interessant, dass sich da auch also eine Szene auftut, ein bisschen ja auch wie die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und alle Initiativen für eine Gemeinwohlwirtschaft, wo sich sozusagen traditionelles linkes Gedankengut
mit dem Besseren des konservativen und liberalen Gedankenguts zu einer antikapitalistischen Bewegung formiert, die aber trotzdem Elemente des Marktes und Unternehmertums, natürlich mit einer partizipatorischen Verfassung, entwickelt. Ja, ja, das ist ganz bemerkenswert. Und diese Ansätze sind auch hochkonsensfähig, sowohl in traditionelle linke Kreise hinein, die natürlich die destruktiven Kräfte des Kapitals geißeln und damit ja quasi in diesem Modell loswerden, aber auch bis hinein in bürgerlich-liberale Kräftekreise, die sagen, dass der Unternehmergeist, diese Erfindungskraft, dieses Engagement, das jemand fährt, wenn ein Unternehmen, das ist, ein Unternehmer denkt ja oft, ein Einzelunternehmer, das ist mein Baby, ja, für das er sich engagiert, für das er sich einsetzt, dass das nicht durch Bürokratien ersetzt wird. Und wenn wir heute die Wirtschaftsformen anschauen, dann sind es ja nicht die Einzelunternehmen, es sind ja nicht mehr die inhabergeführten Unternehmen, sondern es sind die global agierenden Aktiengesellschaften, die unser Elend, sage ich jetzt mal, sind. Und die basieren eben auf diesem System eines global frei flottierenden Kapitals, durch welches entschieden wird, was wird wo unter welchen Bedingungen produziert, nämlich unter den geringsten sozialen und ökologischen. Und das ist in diesem System dann natürlich eine ganz andere Form internationaler, globaler Zusammenarbeit, weil es dann dieses frei flottierende Kapital im globalen Maßstab nicht mehr gibt und damit auch diese Form von Globalisierung, die wir heute haben, nicht mehr. Also man könnte sich das Sparkassenmodell auch als Entwicklungsbank in einem größeren Format vorstellen. Das muss jetzt nicht auf die Kommune beschränkt sein. Absolut. Das muss es auf allen Ebenen geben. Das muss es auch auf der europäischen Ebene geben. Dieses europäische Programm ist ja ganz dringend notwendig. Ja, da sind wir uns einig. Aber wenn dieses Geld auf dem Kapitalmarkt aufgenommen wird, ist das wieder eine Hypothek für die Zukunft. Warum traut sich die EZB nicht, dieses Geld souverän zu schöpfen, diese Euros selber herzustellen, in den Markt zu bringen, selber einzubuchen, ohne dass jemand Zinsen dafür zahlen muss? Denn wer zahlt sonst am Ende die Zeche? Genau. An dieser Stelle nochmal Alfred Eibel auch ins Gespräch genommen, der ja im ersten Teil, was du vielleicht nicht so gehört hast, eher positiv auf dieses europäische Konjunkturprogramm geschaut hat, zumindest was das Potenzial betrifft, wenn wir Einfluss nehmen können auf die Verwendung des Geldes. Und vielleicht jetzt nochmal auch von dir nachgefragt, was du jetzt, nachdem du das gehört hast, vom Harald Bender für Einwände oder Nachfragen hast. Gar nicht so sehr Einwände und Nachfragen, sondern ich glaube, der zentrale Punkt ist ganz einfach der, dass wir wegkommen müssen, ein Unternehmen, den Erfolg eines Unternehmens nur an der Rendite zu messen. Heute ist der einzige Aspekt bei der Bewertung eines Unternehmens, jeder eingesetzte Euro muss am Ende des Jahres 10 Cent oder 20 Cent mehr bringen, also eine Rendite von 10-20%, egal was mit den Menschen passiert, die er beschäftigt, egal wie die Natur damit umgeht oder welche Naturressourcen verbraucht werden oder missbraucht werden. Und das ist genau der zentrale Ansatz, das denke ich, das steckt ja auch da dahinter, dass wir wegkommen müssen vom Geld als einzigen Bewertungskriterium, sondern eben die Frage ist, wie betten wir eine Produktion in Gesellschaft und in die natürliche Umwelt ein? Und dann müssen wir eben zu verschiedenen Kriterien kommen. Und das, was sie hier gehört hat, geht ja genau dahin, Kredite nicht eben für Finanzspekulationen zu verwenden, um mal ein Extrembeispiel zu wenden, sondern eben gezielt gesellschaftlich nützliche Investitionen zu unterstützen. Natürlich kann jeder investieren, wo er will, aber dann eben ohne öffentliche Unterstützung und ohne Steuerprivilegien. Ja, wieso kann jeder natürlich investieren, wo er will? Wenn es zerstörerisch ist, wäre ich aber dagegen. Nee, ja, ich meinte im Sinne von natürlich im Rahmen der Gesetze und einer Umweltschutzgesetzgebung, die nochmal ganz anders aussehen muss, wie sie jetzt ist. Aber nein, ich meinte das im Hinblick auf eine sozialistische, gesteuerte Planwirtschaft. Also zu sagen, ich plane ein Wirtschaftsprogramm für unsere 83 Millionen Menschen und mache das bis auf den einzelnen Menschen runter, ist nicht wird nicht erfolgreich sein. Da muss eine Individualität gelebt werden können, aber eben ohne eine Unterstützung, ohne eine Förderung. Und das ist genau der Unterschied. Ich muss mir die Projekte anschauen. Und wenn ich sage, hier ist
ein unterstützungswertes Projekt, das eben volkswirtschaftlich sinnvoll ist, dann muss eben auch die Finanzmittel entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Und da geht es eben nicht dann darum, 10% oder 20% Rendite zu erwirtschaften, sondern eben dann muss volkswirtschaftlich das Sinn machen. Und dann kann man auch so ein Programm entwickeln, wie es jetzt gerade dargestellt wurde. Nochmal Harald Bender dazu. Ja, ich denke, dass ein wichtiger Punkt angesprochen worden ist, dass es ja immer noch zunächst mal eine Parallelität dieser zwei Finanzierungsformen gibt, weil wir können ja nicht realistisch annehmen, dass diejenigen, die Kapital haben, sich von heute auf morgen davon abhalten lassen, dieses Kapital irgendwo zu investieren. Ja. Wenn wir aber ein solches paralleles System aufbauen, das attraktiver ist für die Unternehmen, weil sie nicht mehr unter dem Druck stehen, Renditen abführen zu müssen. Für ein Unternehmen ist es ja oft eine Katastrophe, an Aktionäre Geld auszahlen zu müssen, das für Investitionen, für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, für die Modernisierung des Betriebs notwendig wäre. Das kann für die Unternehmen attraktiver sein und es kann aber auch für die Leute attraktiver sein, die in einem Unternehmen arbeiten, die ganz andere Möglichkeiten haben, ihre Kreativität, ihre Ideen einzubringen, wenn sie nicht mehr unter dieser, ich sage es mal, Renditeknote stehen. Und dann kann das parallele System erfolgreicher werden und das System privaten Kapitals sukzessive ablösen. Das ist der Transformationspfad, den wir. Das finde ich jetzt aber sehr friedlich gedacht. Also so. Ja, wir sind da ganz friedlich. Ja. Also bewusst, so friedlich stelle ich mir das gar nicht vor. Revolutionären Weg. Die anderen haben mehr Geld und mehr Mittel, ja. Da haben wir schlechte Chancen, ja. Die sind auch zu allem bereit. Ja, aber die muss man doch auch abschöpfen. Wir müssen doch auch schrumpfen. Wir müssen das entwerten. Wir müssen irgendwie eine Währungsreform, was weiß ich, machen. Ich bin voll dafür, aber die Historie zeigt ja, dass es bislang noch nicht so sehr fruchtbar war. Und deshalb dieser Versuch, dieser Trick sozusagen, ja, durch das Parallelsystem einfach attraktiver zu sein. Und ich glaube, das ist ähnlich auch wie der Ansatz der Gemeinwohlökonomie, ja. Man sagt, man hat die Leute ja an dem, was ihnen selber was wert ist. Es gibt ja niemanden, dem Geld an sich mehr wert ist als ein gutes Leben, ja. Und wenn man die Leute nach ihren Werten fragt, wann sie glücklich sind, wann sie zufrieden sind, wenn sie die Möglichkeit haben, nach diesen Werten sich zu verhalten, tun sie das meines Erachtens, oder wir glauben, dass das so ist, gerne, und dann gehen auch die besseren Köpfe. Das ist also Kreativität in die andere Wirtschaft. Geradezu therapeutisch gedacht, und daran merkt man auch, dass eure Initiative einen christlichen Ursprung hat. Ja. Möchte ich jetzt am Ende nochmal erwähnen. Also wirklich mit sehr guten Ideen. Ich würde sie ein bisschen am Ende kämpferischer dann. Ja, gerne. Also jeder kann jetzt seinen Stil haben. Wir haben gar nichts dagegen. Also, ne? Also jedenfalls. Da teilt man sich ein bisschen so das auf, ja. Ja. Aber wir wollen einfach auch dieses Argument stark machen, dass man auch auf diesem Transformationspfad, wenn man die richtigen Hebel stellt, sehr viel erreichen kann. Ja. Und eine andere Form von Kapital ist in unserer Sicht ein ganz zentraler Hebel, um den gesellschaftlichen Wandel auf den Weg zu bringen. Und eben wirklich ein Beispiel, wie die Vorstellungskraft gestärkt werden muss. Und dann wächst natürlich auch die Kampfkraft, wenn man weiß, wie es gehen könnte. Und dann bringt man das ins Spiel. Und vielen, vielen Dank dafür, Harald Bender. Ich möchte nochmal erinnern, Initiativgruppe Postkapitalistische Ökonomie. Vielleicht kannst du selber nochmal die Webseite nennen.